Der verlorene kleine Junge geht von Haus zu Haus und sucht Hilfe, bis sein Kind, das genauso aussieht wie er, ihm die Tür öffnet. Ein kleiner Junge verlor den Überblick, nachdem er im Eiswagen hinterhergelaufen war. Er klopfte an jede Tür in einer unbekannten Gegend und bat um Hilfe, um nach Hause zu gehen, bis sein Kind, das genauso aussieht wie er, ihm die Tür öffnete. Der kleine Dale ging mit seiner Oma auf einem überfüllten Marktplatz spazieren. Er hielt ihre Hand fest, genau wie es ihm beigebracht worden war, wenn er an überfüllten Orten war. Dales Großmutter Dorothy nahm an, dass er immer noch ihre Hand hielt, aber als sie nach unten schaute, war er nicht mehr da. Dorothy geriet in Panik und erinnerte sich, dass sie vor wenigen Augenblicken einen Eiswagen gesehen hatte. Sie vermutete, dass Dale ihm nachgelaufen war und geriet in Panik, als sie sich nach ihm umsah. »Dale, mein Junge, wo bist du?« rief sie und Tränen fließen ihr verängstigt über ihre Augen. »Hey, hey, hast du einen kleinen Junge gesehen? Er ist 7«, fragte Dorothy Passanten, aber niemand hatte ihn gesehen. »Gott, bitte bring mir mein Kind zurück. Wo ist mein kleiner Junge hin?«, fragte sie sich besorgt. Dorothy sah sich nach Dale um, fand aber keine Spur von ihm. Einen Moment lang dachte sie, er könnte entführt worden sein. Aber wer würde den Enkel einer armbescheidenen Händlerin entführen? »Ich bin mir sicher, dass er hinter dem Eiswagen hergelaufen ist. Aber wo ist er? Ich sehe den Wagen nirgendwo.« Dorothys Instinkt war richtig. Der kleine Dale hatte sie genervt, ihm Eis zu kaufen. Und als er den Eiswagen sah, ließ er ihre Hand los und rannte hinterher. Er folgte dem Eiswagen, der auf ein anderes Viertel zuraste, und merkte ziemlich spät, dass er sich verirrt hatte und mittlerweile weit weg vom Markt war. Dale starrte auf die riesigen Gebäude, die beängstigten wirkten. Er war klein und noch nie alleine draußen gewesen. Sein Bauch kribbelte vor Angst, als er Fahrzeuge hinter sich hupen hörte. Er rannte zu einer Ansammlung von Häusern in der Nähe, um Hilfe zu bitten. »Wer ist da?«, antwortete eine Dame, nachdem sie Dale an ihrer Tür klopfen hörte. »Ich will nach Hause. Kannst du mir bitte helfen? Ich will zu Oma«, rief Dale. »Oma? Hier ist keine Oma. Geh weg«, rief die Dame und nahm an, dass er ein Nachbarsjunge war, der ihr Streiche spielte. »Nein, nein, bitte hilf mir«, aber die Frau schlug dem armen Dale die Tür vor der Nase zu. Erschüttert und verängstigt klopfte er an alle Häuser und bat um Hilfe, aber er wurde von jedem abgewiesen, weil alle dachten, er würde einen Trick inszenieren, wie es Kinder dort schon einmal getan hatten. Dale hätte beinahe aufgegeben, als er ein letztes Haus entdeckte, das er verpasst hatte anzuklopfen. Er war hoffnungslos, versuchte es aber trotzdem. Der kleine Junge klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Er klopfte erneut. Dieses Mal öffnete sich die Tür quietschend und Dale spürte den Schock seines Lebens. Er starrte auf sein Spiegelbild. »Ein Spiegel? Nein, meine Kleidung ist anders«, murmelte Dale. »Oh mein Gott, Mama, komm her«, schrie der andere Junge und rief Emma zu sich, die ebenso erschrocken war, als sie Dale und seine unheimliche Ähnlichkeit mit ihrem Sohn Peter sah. »Wer bist du und warum siehst du so aus wie mein Sohn?«, fragte sie. »Komm herein.« Als er in das Haus eintrat, erzählte er, was vorgefallen war. »Ich rannte hinter den Eiswagen her und als ich mich umdrehte, war meine Oma nicht mehr da«, erzählte Dale unter Tränen. Emma war immer noch schockiert. Sie gab Dale etwas Wasser und als sie durch das Fenster sah, hörte sie plötzlich Polizeisirenen auf der Straße. »Sie müssen für dich da sein, komm mit mir«, sagte sie und führte Dale an seiner Hand heraus. Emma näherte sich einem Polizisten, der Dales Foto in der Hand hielt, und erkundigte sich nach ihm. »Officer, der Junge ist hier. Er kam vor einer Weile hierher und ich habe ihn dazu gebracht, zu bleiben. Ich wollte gerade die Polizei anrufen.« Dorothy stieg aus dem Polizeiauto und eilte zu Dale. »Oh Schatz, warum hast du mich verlassen? Mein Herz hat fast aufgehört zu schlagen. Gott sei Dank geht es dir gut.« Dorothy lächelte Emma an, nur um erschrocken zu sein, als sie sah, wie der kleine Peter hinter ihr hervorkam. »Oh Gott, wie ist das überhaupt möglich?«, weinte sie. »Ja, darüber wollte ich mit Ihnen reden. Bitte kommen Sie rein«, sagte Emma. Dorothy erfuhr, dass Peter nicht Emmas leiblicher Sohn war. Sie war seine Stiefmutter, die vor 6 Jahren einen Mann namens Simon geheiratet hatte. Der Name kam Dorothy bekannt vor. »Kann ich sein Foto sehen, wenn es dir nichts ausmacht?«, fragte Emma sie zögernd. »Sicher hier«, sagte Emma und zeigte ihr Hochzeitsfoto. Dorothy war schockiert, denn die Braut war ihre verstorbene Tochter Sarah. »Aber ich dachte, er wäre ins Ausland gezogen. Er hat sich nach der Beerdigung meiner Tochter nie bei mir gemeldet und mir seinen Sohn Dale überlassen«, kreischte Dorothy, immer noch verwirrt darüber, wer Peter war. Emma erkannte, was hätte passieren können und enthüllte etwas, was Dorothy nie gedacht hätte. »Mrs. Turner, ich glaube, Peter ist auch ihr Enkel«, sagte Emma und zeigte Dorothy ein altes Foto von 2 Babys, die ähnliche rote T-Shirts trugen und auf Simons Bett lagen. »Ich habe das auf dem Dachboden gefunden.« 2 Babys? Aber Simon hat mir erzählt, dass Sarah Zwillinge zur Welt gebracht hat und nur eines davon lebend auf die Welt gekommen ist. Und das war Dale«, sagte Dorothy, während sie das Bild sorgfältig betrachtete. Wie sich herausstellte, wurde Dale 30 Minuten nach Peter geboren. Obwohl Peters Geburt erfolgreich war, geschah dies bei Dales komplizierter Geburt nicht. Infolgedessen starb Sarah nach seiner Geburt und Simon machte das Neugeborene für den Tod seiner Frau verantwortlich.
Er hasste Dale so sehr, dass er Dorothy, die damals in einem anderen Bundesstaat lebte, die Nachricht von Sarahs Zwillingsgeburt verheimlichte. Nach Sarahs Beerdigung gab er Dorothy den kleinen Dale und sagte, er könne sich nicht um seinen einzigen Sohn kümmern, und Dorothy glaubte seiner Lüge. »Oh mein Gott, das ist unglaublich«, rief Dorothy. Sie umarmte Peter und Dale. »Was machen wir jetzt? Ich will meine beiden Enkel, aber Simon wird Dale nicht akzeptieren.« Später am Abend kehrte Simon nach Hause zurück und war schockiert, als er seine Schwiegermutter und Dale sah. »Du hier? Wie geht es dir? Ich bin vor 2 Jahren hierher gezogen und seltsamerweise sind wir uns nie begegnet, obwohl wir in derselben Stadt leben«, antwortete Dorothy wütend und verlangte eine Erklärung. »Ich konnte den Anblick dieses Jungen einfach nicht ertragen, also nahm ich Peter, meinen ersten Sohn, und wurde Dale los. Er hat meine Frau getötet«, argumentierte Simon. »Bring ihn von meinem Haus weg«, sagte er. Emma war sich Simons unsensiblen Verhalten bewusst, aber sie fand, dass dies zu viel war. Sie befürchtete das Schlimmste für Peter und hielt es für das Beste, ihn zu seiner Oma zu schicken. Nach einem langwierigen Rechtsstreit bekam Dorothy und Emma das Sorgerecht für Peter. Emma ließ sich etwa zur gleichen Zeit von Simon scheiden und zog bei Dorothy und den Jungs ein. Letztendlich schmeckte Simon die Bitterkeit, weil er Dale verlassen hatte. Das Gericht forderte ihn auf, Unterhalt für die Zwillinge bis zu ihren 18. Lebensjahr zu zahlen. Was Dorothy betrifft, sie konnte Emma nicht genug dafür danken, dass sie ihr geholfen hatte, sich wieder mit ihren Enkeln zu vereinen, besonders mit Peter, von dessen Existenz sie nie wusste. Ja, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Weisen Sie niemanden ab, der Ihre Hilfe benötigen könnte. Nachdem er sich in einer neuen Nachbarschaft verlaufen hatte, klopfte Dale an jede Tür an und bat um Hilfe. Aber alle schickten ihn weg und nur eine Frau bot ihm ihre Hilfe an. Böse Taten bringen nur Enttäuschungen und Schanden. Simon machte Dale für den Tod seiner Frau Sarah verantwortlich. Er hat Sarahs Mutter angelogen, dass sie nur ein Kind zur Welt gebracht hat und Dale weggegeben hat. Er verbarg Peters Identität und zog ihn auf, weil er dachte, Dorothy würde nie herausfinden, dass sie Zwillingsenkel hatte. Ja, was hältst du von dieser Geschichte? Meiner Meinung nach ist es eine sehr herzzerreißende, aber auch zugleich schöne Geschichte, da die beiden Zwillinge Dale und Peter letzten Endes auf unglaublicher Weise zueinander gefunden haben. Schreib mir deine Meinung zu dieser Geschichte doch gerne mal in die Kommentare. Und um keines meiner Videos mehr zu verpassen, aktiviere doch gerne die Glocke und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.